Kommen wir mal zu einem anderen Thema, was ich auch schon länger ansprechen wollte. Mit Dingens, wie heißt das? Wie heißt das Zeug? Plünderer. Ha, Plünderer. Genau. Hallo Leute, ich bin's mal wieder, der Chris. Und Marius. Und heute gibt es ein erneutes Dual-Commentary von uns. Und zwar ist das ein Team Deathmatch auf Afghan. Mit der AK-47, das ist ein Gameplay von mir. Und ja, ich spiele hier mit der Predator, dem Harrier und dann noch dem Pavlo. Und zum Schluss gibt's dann noch so einen netten kleinen Bug. Aber nun gut, Marius, erzähl du mal, was wir heute so besprechen wollen. Wir wollen heute das Thema Musik besprechen. Musik, genau. Ja, und fang du doch mal ein wenig an, was du so alles auf Lager hast. Ja, also erstmal Hauptmusikrichtung ist so auf jeden Fall Hip-Hop und Rap und so. Natürlich auch ein bisschen Drum and Bass und Dubstep, aber hauptsächlich eigentlich so Hip-Hop. Und ein paar Interpreten soll ich jetzt auch noch aufzählen. Also ich habe hier mein iPad parat, so ich habe ein paar Interpreten. Und aus dem englischsprachigen Raum habe ich da auf jeden Fall als allergrößten erstmal so Wiz Khalifa. Ich höre ihn einfach um mein Leben oder so, er ist einfach der Beste of all time. Danach kommt so Young Money, Cash Money und so, die ganzen Drake, Nicki Minaj und sowas halt. Die, die es kennen, wissen, was ich meine, Lil Wayne und so. Natürlich auch, wie heißen die nochmal hier? We Are The Best Music und Maybach Music, genau. Die höre ich natürlich auch so ein bisschen nebenbei. Mac Miller ist noch so einer. Seit neuestem jetzt auch die Kick Drums. The Kick Drums heißen die einfach. Keine Ahnung, habe ich mir gestern so gesagt. Da fand ich so ein paar Lieder ziemlich cool von denen. Habe ich mir einfach mal geholt. Dachte ich mir, ja, mache ich mal. Natürlich auch Kid Cudi. Ja, ja, ist so. So dachte ich mir, ey, die hören sich ganz lustig an. Die machen so ein bisschen originelle. Die mixen so ein bisschen alles zusammen. Deswegen fand ich ganz cool. Aha. Okay. Ja, warte, ich mache mich fertig. Kid Cudi. Ja. Was haben wir hier noch? Weil ich muss ein bisschen runterscrollen. Ja, das war's auch schon. Na gut, noch Charlie Low. Ja, den habe ich auch noch gestern geholt und den finde ich auch ganz in Ordnung. Und im deutschsprachigen Bereich gibt's da so zwei, und zwar Materia bzw. Masimoto. Allerdings die alten Alben von ihm, denn das neue hier zurück zum Glück oder so, zum Glück zurück in die Zukunft oder so, ist einfach voll Mainstream und langweilig und scheiße und nicht mehr das, was es früher mal war. Und Kollega. Verurteilt mich jetzt nicht dafür, ich höre ihn einfach. So. Aha. Wie Chris. Chris wäre nämlich Kollege Scheiße. Bestimmt kommen jetzt die ganzen Fanboys, ja? Ganz ehrlich. Hallo, Kollege ist einfach gut, Mann. Der Boss ist einfach. Mann, hä, ich finde ihn einfach, Mann, er macht zu schnelle Texte. Ja, das ist auch das Coole daran. Hä, Mann, Junge. Nur weil du ihn nicht verstehst oder was? Egal, mach weiter. Egal. So diss egal. Oder so? Egal. Ja, also ich habe jetzt nicht so viele Musiker auf Lager, also ich. Höre auch so eher Hip-Hop, also Rap und R&B. Dann auch noch so ein bisschen House. Ja, und auch ein bisschen so Rock, sowas wie Linkin Park. Also jetzt nicht so ein Hard Rock. Also nicht so extrem. Und ja, also im deutschsprachigen Raum habe ich so FR. Den kennt vielleicht irgendjemand von euch, der macht ganz gute Musik. Also ja. dann habe ich noch Lloyd Banks, ja, Lil Wayne und wie sie nicht alle heißen. Was habe ich denn noch so alles? Was habe ich denn noch so? Was? Achso, ja, Eminem. Ja, Cinderella Man, ja, bla bla bla. Eminem, ja, okay. Ist ja in letzter Zeit ein bisschen, ne? Aber naja. Du, ich kenne ihn nicht, ich höre ihn nicht. Du musst es wissen. Ja, ich höre ihn ein wenig. Aber naja, nicht jedes Lied. Und was gibt's denn noch so? Ja, dann höre ich noch Dingens, R&B habe ich ja gesagt. Also, ist ganz nice. Und da, ja, habe ich ganz viele Lieder von dieser Musikrichtung. Aber die ganzen Sänger und so kenne ich alle gar nicht. Ja, also, das sind so Sachen, da weiß ich nicht wirklich... ja, wer das alles gemacht hat. Aber ist trotzdem ganz geil. Ja, ich merke mir nun mal nicht so die ganzen Sänger und nicht so wie Marius hier. Ja, ich habe sie alle in Alben sortiert, deswegen weiß ich das. Ich hab nicht nur so eine Top 100 Scheiße. Ja, Mann, hey, ich habe einfach hier so ein Album, das heißt chillige Musik, ja. Und dann höre ich mir das an, wenn ich so relaxen will oder so, ja. Ja, und, nee, sowas habe ich nicht.
Ich ordne es alles geordnet nach Interpreten und immer schön auch noch mit dem Cover. Das sieht dann immer noch viel cooler aus. Oh. Herr Junge, wie kriegst du eigentlich ein Cover da rein? Ich krieg das nie Also rein. entweder bei iTunes gehst du auf Cover laden oder du gehst einfach auf Google Bilder und dann auf Informationen und Hey, dann ja, irgendwie aber wenn ich da so ein dann. Cover habe, ne, dann kann ich es irgendwie nicht einfügen bei iTunes. Doch. Einfach bei Informationen und dann ist einfach rechts so Cover. Da klickst du einfach Doppelklick rauf oder so und dann ja, wählst du es einfach aus. Dann hast du es da Willst du mich einfach. verarschen, dein Ernst jetzt? Ja. Oder ihr geht Glaube halt auf ich. Cover laden, wenn es so ein Warte, offizielles Admin ist. Information? Ja, okay, während er es jetzt macht, sage ich schon mal, ihr könnt in die Kommentare schreiben, würde uns sehr interessieren, was ihr denn so für Musik hört. Ich denke mal, da ist auf jeden Fall eine ziemlich große Bandbreite an Musik zu finden unter euch. Hast du es jetzt gefunden? Ja, ich habe Informationen, dann steht da kein Cover verfügbar. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, du musst einfach Doppelklick drauf machen. Toll. Oder Passiert dann nichts. mach rechte Maustaste irgendwas. Mann. Mann, ich bin auf meinem Mac, da kann ich irgendwie nicht Ach hier so, der irgendwie. Mac, ja. Oh, ich habe einen Mac, ich bin so super toll. Spaß. Ah, hinzufügen. Ja, keine Ahnung. Was? Hast du? Vergiss es, ich habe irgendwas mit hinzufügen. Ja, okay, also ist anscheinend herausgefunden. Ich hoffe, ihr habt es auch herausgefunden, falls ihr es noch Nice. nicht wusstet. Nice, Digga. Okay. Ich bin so Okay. schlecht, ey. Das ist so plump, ey. Nein, Egal. hä, jetzt mal ernst, ich wusste es wirklich nicht. Ja, ich weiß, es ist einfach hier ein bisschen spontan mäßig. Deswegen habe ich jetzt auch. Mann, cool, dann habe ich nicht mehr so viele weiße Bilder. Ja, Finde okay, ich was mit cool. dem Bug hast du schon? Mit dem Bug? Den Ist der habe ich schon noch im nicht. Gameplay? Aber den habe ich gleich. Also, ich sag jetzt mal ein bisschen was zum Gameplay. Also, ich habe hier Ja, mit der ja. AK-47 gespielt. Und der liebe Marius hat mich hier zugespammt wie ein Verrückter. Ja, ne? Ich wollte unbedingt ins Video, unbedingt. Genau, wollte er unbedingt. Ja, und hier bekomme ich, und jetzt pass auf, hier bekomme ich einen Double Kill. Wurde getötet und jetzt pass auf, ich habe einen Harrier. Will den aktivieren und siehe da, ich kann das irgendwie nicht. Ja, und ich habe mir geöffneten Koffer und laufe damit ein bisschen durch die Gegend. Werdet ihr gleich ein bisschen genauer sehen. Ich laufe hier ein bisschen rum und ist ganz nice. Also eigentlich nicht, aber ist schon dumm. So ist MW2 halt verbuggt. Ja, aber trotzdem macht es Spaß, hä? Ist Ey, ich an. schwöre, es macht mehr Spaß als Black Ops im Moment. Ja. Also ich meine, MW2 ist eigentlich ein ganz geiles Spiel. Bis auf Painkiller, Noobtuber, Kommando und so ein Kram ist eigentlich alles ganz nice. Moment regen mich ja Noobtuber nicht mal so auf. Also Painkiller schon, weil du hast einfach keine Chance, du schießt auf den sieben Messer nicht Mann, einfach ja, mit hä? ihrem Ja, Kommando, was sie ja vor drin allem die haben. Kombo mit Painkiller und dann noch Kommando. Da laufen die einfach auf dich zu und kommandoisieren dich Ich irgendwie finde so. einfach Kommando ist das Dümmste überhaupt. Ja, das finde ich auch richtig dumm. Weil du bist irgendwie auf Nahkampf oder so und er kommt einfach, anstatt dass er irgendwie, dass er dich abschießt, nein, er messert dich einfach, was einfach genau dieselbe Ja, Range ja. ist, einfach overpowered, würde. Einfach behindert. Und Aber aus, naja, ja. das Gameplay ist jetzt zu Ende und hier, ja. Heute hatten wir alles drin. Ein Thema und Geflame über alles. Oh Beide. ja. Black Ops und MW2. Ey, ist das nicht super? Also Das ich. ist, ey, das ist wirklich Ja. Kombination schlechthin. Wirklich, also. Ja, okay, genug Highlight. Eigenwerbung oder was wir jetzt auch immer betrieben Ja, okay, haben. das war jetzt so das dritte Dual-Commentary oder das vierte? Das dritte. Ich weiß es Das nicht. Das vierte, vierte, oder? Ich genau. schwöre, es ist das vierte, ja. Und wir hoffen mal, es hat euch gefallen. Wir. Ich natürlich auch. Ja, genau, deswegen Obwohl habe ich du auch wir wir schon gesagt gesagt. hast, damit war ich ja bei einbegriffen. Ist ja auch egal. Ihr wisst schon, was Oh. wir beide jetzt meinen. Ah? Okay, gut, komplett schlecht, aber egal. Was? Ja, Ach egal, so, nein, nein, ja. lass jetzt einfach. Lass Ja, uns der jetzt einfach Witz. Ja, es war einfach verabschieden. schlecht. Ja, du. Ich weiß, okay. Okay, tschüss von Okay, mir. tschüss von mir auch. Ciao.